Eben war gerade Lupo da, livehaftig, den können wir, das können wir natürlich kaum übertreffen, wir versuchen das trotzdem. Wir haben vier echte Comiczeichner da, die nicht nur Comics mal so im stillen Kämmerlein für sich zeichnen werden, sondern wir vor aller Augen ein Jam-Comic versuchen werden. Die meisten werden sich das vorstellen können, Jam ist ja quasi auch so die Bezeichnung für großes Chaos, Traffic Jam, Verkehrschaos. Hier werden sozusagen vier Leute an vier Geschichten arbeiten, und zwar immer sozusagen im Wechsel, und werden halt versuchen, eine Seite, ist immer eine Geschichte, zustande zu bringen, unabgesprochen, wo ihr merkt, zu verschiedenen Themen. Sage ich nachher mehr zu. Was ich ganz wichtig sagen soll, bevor ich die Herren vorstelle, ist, es wird signiert. Also wenn irgendjemand nachher da so begeistert ist, dann kann er die Herren ansprechen und die signieren Blankoschecks, alles, was ihnen hinhaltet. Die sind da nicht wählerisch, kommen auch nicht so oft dazu. Jetzt ist nochmal der Mann da, der eigentlich anfangen sollte, du Lümmel. Ja, hier wird rasant durchgezogen. Jetzt gibt es auch Schilder, das ist für mich auch ganz schön, weil ich die Kollegen natürlich auch immer wieder vergesse im Namen. Ich komme ja aus aller Herren Länder. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wollt ihr? Ja, ihr wollt nicht anfangen, bitte. Ich bin Jan Philipp Schwarz von der Illustratorenorganisation. Wir sind ja diejenigen, die das hier so ein bisschen mitorganisiert haben. Und ich sollte noch ein bisschen was dazu sagen zur EU. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie von euch schon einige. Das da? Wir sind ja auch mega in der Zeit. Also die EU ist der Berufsverband für die deutschsprachigen Illustratoren. Für alle Bereiche eigentlich, vom Comiczeichnen über das Illustrieren, in der Werbung, in den Verlagen bis hin zur Animation. Weil der Schwerpunkt natürlich eher bei den Illustratoren liegt. Und inzwischen sind wir schon 900 Mitglieder, versuchen uns durch das Erstellen von Musterverträgen und so weiter auf diese, also möglichst auf die Bedürfnisse der Illustratoren so einzustellen, dass also die Möglichkeit besteht, sich gut auf Verhandlungen mit Verlagen zum Beispiel vorzubereiten und mit Vergütungsbeispielen Vorstellungen zu geben, was man in den Jobs erreichen kann finanziell. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel jetzt darüber erzählen, denn im Grunde ist es viel wichtiger, dass hier die Jungs ein bisschen zum Zeichnen kommen. Ja, dann würde ich sagen, schieß los. Ja, genau, jetzt haben wir quasi vier nervöse Rennpferde am Start. Mal gucken. Ich soll das Ganze so kommentieren, also quasi Bespaßung auch noch so ein bisschen betonen. Was ich weiß, ist, dass sie sich vorher vier Themen überlegt haben. Und zwar ging es ja so ein bisschen darum, dass man gesagt hat, Comiczeichner ist immer so kurios, dass man denkt, okay, können Comiczeichner, ist das ein Beruf, kann man davon auch echt leben? Und das ist auch ein bisschen umstritten, ob man davon leben kann. Also extrem viele können es nicht. Manche, die sich dann aber so ein bisschen die höchsten Höhen schaufeln, die schaffen es. Und deswegen gibt es, glaube ich, jetzt so Themen, die so ein bisschen gehen wie, was habt ihr Comiczeichner und die Steuer? Heißes Thema. Ich weiß nicht, ob da Mord und Totschlag uns erwartet. Mal gucken. Was braucht man als Comiczeichner? Gibt es, glaube ich, ein Thema. Kinder, helft mir noch mal kurz, bevor ihr gleich ganz abtaucht. Was waren die anderen beiden Themen? Also Comic und Steuer. Comic, was brauchen wir als Comiczeichner? Als Comiczeichner braucht man, okay, so ist es. Ja, der Alltag eines Comiczeichners. Und vergessen. Okay, das ist immer vergessen, wenn wir dann im Laufe dieser Veranstaltung irgendwie rauskriegen. Irgendwie sehe ich kein Bild. Ja. Okay, also die Kamera ist ausgefallen. Aber das kann sich noch ändern. Aha. Ich bin leider auch Comiczeichner, das heißt, ich habe quasi schon einen Vertrag unterschrieben, dass ich von Technik keine Ahnung habe. Aha. Toll. Könnte ein bisschen schärfer sein, oder? Schneller, ja, genau. Ist das so, kann man da was erkennen, so als, also, gut. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum euch Anregungen geben darf. Also wer weiß, vielleicht könnt ihr mal versuchen, dass ich
ich hab Urmel so gerne, zeig mir doch mal, bring da mal Urmel unter den Kopf oder so. Mach das mal, nerv die ruhig mal ein bisschen. Ne? Gut. Wir haben, glaube ich, ausgerechnet, für jedes Bild hat jeder Zeichner 4,5, 5 Minuten Zeit. Also höchste Anspannung. Am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich sie irgendwie was fragen soll, aber ich mache das lieber nicht. Ne? Ich lasse jetzt mal das auf euch wirken und so hin und wieder greife ich dann mal ein. Guck mal, was da so passiert ist. Also der Mann, der sich da gerade den Wolf zeichnet, das ist Max Fiedler, Jahrgang 77, so jung ist der noch, habe ich geschrieben. Seit 10 Jahren ist er Illustrator, lese ich hier, und seit 2005 auch Dozent an der Fachhochschule Düsseldorf. Flash, Game Design, digitale Illustration. Also kann was, würde ich sagen. Ja. Applaus für Max Fiedler. Vielen Dank. Ein wohlgesonnenes Publikum ist immer eigentlich das Wichtigste für den Erfolg. Also, ja. Ich werde die anderen Herren natürlich auch vorstellen, wenn sie dann sich da verewigen. Mal gucken. Ist das eigentlich so? Ihr tauscht ja dann die Plätze, ne? Oder wie ist das? Gut, wunderbar. Das heißt, der, der gerade an der Kamera sozusagen unter Beobachtung steht, der wird dann hier von mir nochmal kurz vorgestellt. Ich weiß schon, dass einer dieser Herren verdient als Hochzeits- Porträtist unter anderem auch sein Geld. Also der ist wahrscheinlich den Stress gewohnt, dass wir alle beim Zeichnen zugucken. Normalerweise ist es ja eigentlich eher so im stillen Kämmerlein. Kann radieren, ist eine Dame, die nickt, zeichnet wahrscheinlich selber. Okay. Aber stellt sich den Alltag so vor. Okay, das ist ja auch schon ganz gut. Ist eigentlich auch so. Ich weiß auch gar nicht, wer die verrückte Idee hatte, sich hier ins Publikum zu begeben. Ich weiß auch nicht, ob die das jemals wieder machen. Also alle sind jedenfalls schwer unter Druck, glaube ich. Guck mal an, guck mal gestresst. Das macht was her. Du bist aber gar nicht gestresst, ne? Das ist Kollege Stefan Lomp. Da sieht man schon, warum der nicht gestresst ist, seht ihr gleich. Der hat so einen trügerisch einfachen Zeichenstil. Ich glaube, dass das natürlich in Wirklichkeit ganz schwer ist. Es sieht aber so aus, als ob er das in einer Minute hingefuscht hat, ne, Stefan? Tolle ist natürlich, jetzt stimmen die Schilder nicht mehr. Ne? Das ist nämlich, das ist jetzt schon wieder Max Fiedler sozusagen. Aber ich weiß, dank meinem tollen Schildsender, weiß ich, dass das Tobi Dahmen ist, der sich jetzt hier abquälen muss vor euren Augen. Du musst das aber, lieber Junge, das muss ich jetzt einfach ein bisschen kritisieren, du musst das zwischenhalten, sonst haben die nichts davon. Ne? Schon geht's los hier mit dem Chaos. Lebhaft in Utrecht. Aha. Bist du extra eingereist hier, okay. Auch Comiczeichner und Illustrator, also da sieht man schon ein bisschen, als Comiczeichner ist es schwer, muss halt quasi nebenher immer investieren, ein bisschen Geld verdienen möchte. Hat ein autobiografisches Album gemacht und ist mit autobiografischem Album 2008 schon müssen wir sehen. Keine Ahnung, hier hat er so ein Album gemacht, der hat so geschmiert, kann man schnell lesen. Ist ja auch egal, der Mann soll nicht schreiben können, der soll zeichnen können. Und den kann er! Weil man sieht schon, da geht es offensichtlich so ein bisschen mehr um die finanziellen Sorgen des Comiczeichners. Ne? Wir können ihnen keinen Disco geben. Sie leben am Existenzminimum. Das ist auch geschönt. Ich glaube, wir haben letztes Jahr mal eine Umfrage von diesem besagten IO gemacht. Da leben auch einige, tauchen da deutlich unter das Existenzminimum. Ne? Muss es einfach sagen, es ist ein hart verdientes Brot als Comiczeichner. Aber ich glaube, diese vier Herren werden noch damit weltberühmt werden. Ihr könnt jetzt noch sagen, ihr habt ihnen das Autogramm noch abgeluchst, als das noch zu kriegen war, für Geld und gute Worte.
Mal gucken. Ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Technik, wer selber auch zeichnet, sonst dürfte ich das hier natürlich gar nicht machen. Also mein Kollege Max hat auch eher so meine Technik, so Nase zeichnet mit, möglichst tief aufs Blatt. Ja, mal gucken. Stefan hat hier den Trick, der zeichnet sich das mit hellblau vor. Die anderen zeichnen die auch vor? Also, okay. Also einige zeichnen vor, andere zeichnen frei, so mehr oder weniger. Toll. Das mit diesem hellblauen hat eigentlich den Sinn, wenn man das jetzt, wenn sich ein Verlag finden würde, der das drucken würde, dann könnte man sozusagen, müsste man das nicht wegradieren, weil das hellblau sieht dann, das wird dann sozusagen von den Druckwerkzeugen nicht gesehen, sage ich jetzt mal so etwas doof. Sieht also aus, als ob es nur eine schwarze Linie gibt. Ich habe das auch immer versucht, bei mir hat das nicht geklappt, wenn ich das dann unter einen Fotokopierer gelegt habe, hat man das hellblau auch immer gesehen. Fotokopierer war leider zu gut. Naja, das wird der auch noch lernen, dass das nicht klappt. Scannen, ja, Scanner ist ja genauso schlimm. Jetzt frage ich mal so ins Publikum, gibt es da jemanden, der mit dem Gedanken spielt, so Comiczeichner zu werden oder der es vielleicht auch schon ist? Frag ich mal rum, komm ich mal. Aha, okay, welche, die sich da nicht trauen zu werden. Nein, du musst auch nicht nach vorne kommen. Weil, also, wenn du mich jetzt nur so interessiert. Okay. Also man kann, was finde ich das Schöne an Comics ist, kann man, finde ich, jetzt hier auch ganz gut sehen. Es ist halt nicht so, wenn man sich für den Beruf entscheidet, man braucht wirklich nur ein Blatt Papier, einen Stift, also für die künstlerische Seite wohlgemerkt, und nochmal vielleicht irgendwie noch einen Stift. Also es ist wirklich ein Medium, das im Prinzip jeder ergreifen kann. Und da kommt es wirklich nur noch darauf an, dass man sagt, okay, hat er was drauf, hat er gute Ideen. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang mit Filmen für mich mal versucht. Da war einfach schon das große Problem, sich überhaupt eine Kamera zu organisieren für teures Geld, also richtig 16mm Film. Daran scheiterte schon ganz viel. Und dann irgendwie einen Wagen zu haben, mit dem man seine ganze Ausrüstung rumfährt, das ist hier natürlich schön. Ne? Jeder praktisch, der einen Stift halten kann, kann sich erstmal versuchen, ob er Talent hat. Jetzt gucke ich mal, was ihr da wieder gemacht habt, Jungs. Sieht gut aus. Aha. Als Comiczeichner braucht man, habe ich jetzt hier wieder vor mir. Okay, genau. Ihr seht das schon, Koffein, hier kann man es nicht so ganz gut sehen. Hier steht, glaube ich, 3.55 Uhr, also da wird nachts gearbeitet. Ist auch ein Klassiker. Ich habe den vier Kollegen versprochen, dass ich sie nicht ablenke durch dumme Fragen, mache ich natürlich trotzdem, ist ja klar. Seid ihr alle Nachtarbeiter oder arbeitet ihr tags? Tobi, sag du mal was. Nur ganz kurz, ja oder nein, du musst zeigen, wie viel lange nachdenken. Okay, Nachtarbeiter. Was sagt Stefan? Tag? Aha, okay, sowas geht's auch. Also nicht so ein Künstlertyp, nachts um drei mit Pulle Rotwein. Okay, ach, früher mal, okay. Also früher mal Künstler, musste dann Geld verdienen und musste dann quasi seinen Arbeitsalltag zu dem normalen Berufsleben anpassen, musste dann tagsüber arbeiten. Okay. Ja. Guck mal, was. Sag mal, was macht ihr eigentlich mit den Seiten danach? Versteigert ihr die zum guten Zweck oder sowas? Ich spreche mal einen an. Stefan, du hast schon was gesagt. Till, was macht ihr mit den Seiten, wenn die fertig sind? Wollen wir die irgendwie verlosen oder so im Publikum oder wie oder was? Aha, okay, kriegt die EO. Genau, gut. Schade eigentlich, hat dann gedacht schlecht. Ja. Und dann... Ja, okay, aha. Das ist doch ganz schön. Also ich habe jetzt gehört, wer sich das nachher nochmal alles angucken will, es gibt ja diese besagte IO. Ich stehe gerade davor, deswegen... Also die.
was ja quasi Illustratorenorganisation ist, was aber auch heißen soll, Comiczeichner, ja, sind irgendwie auch Illustratoren. Deswegen werden die vier Seiten dann da an dem Stand ausgestellt sein. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Alle 4-1. Wer natürlich jetzt 4-1. Halle 4-1 und dann irgendwie so links in der Ecke oder so. Keine Ahnung. Ach okay, gegenüber vom Philo-Stand, das ist Philo-Stand, das werden vielleicht einige kennen, Riesencafé. Und genau gegenüber sind dann die Sachen nochmal zu begucken und auch alles andere. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich will jetzt zwar hier keine Heizdeckenverkaufs-Kaffeefahrtveranstaltung machen, aber ich bin also damals auch relativ früh in die IO eingetreten. Das hat mir extrem viel tolle Kontakte gebracht. Einfach, weil ich habe eine Menge Leute erlebt, die ich sonst nie getroffen hätte, die einfach auch persönlich nett waren, die ich irgendwie kreativen Austausch hatte. Und ich muss sagen, dass ich jetzt hier in Frankfurt zum Beispiel für Umme wohnen kann, auch aus Hamburg gekommen, verdammt nicht nur der IO. Ja, nämlich eine nette Kollegin, die mich dann untergebracht hat, so, dafür ist das halt gut. Ne? Und wir haben uns halt überlegt als Zeichner, dass eben Fotografen, Grafikdesigner, 1000 Jahren schon zusammengeschlossen und wir haben gedacht, das müssen wir irgendwie auch mal machen. Wir brauchen halt auch mal so ein bisschen mehr Wumms dahinter. Weil normalerweise sitzt halt jeder für sich im Kämmerlein und das soll jetzt anders werden. Oder ist auch schon anders. So, gut. Vor mir jetzt Wolfsrabbel, lasse ich das mal wirken. Kollege Stefan Lomb glänzt hier gerade durch die unglaublich detailreiche Darstellung eines Wacom Boards. Das ist quasi ein Computer, wo man auf dem Bildschirm zeichnet. Tolle Sache, sehr teuer. Deswegen haben das nicht so viele Comiczeichner. Aber die, die es nicht haben, die wünschen sich es zumindest. Nein, ich hab's auch nicht. Werden wir eigentlich von der Firma Wacom gesponsert oder so? Muss ich jetzt sagen, dass das ganz toll ist? Oder kann ich auch sagen, nutzlos? Nee, ne? Okay. Also wenn wir 4 Wacom Boards bekommen hätten, hätte ich jetzt gesagt, ist das brillante Teil, braucht jeder. Da wir nur 1 bekommen haben, kann ich auch sagen, man kann es benutzen, es gibt auch Leute, die ohne klarkommen. Also muss jeder selber wissen. Hat jemand die Uhrzeit mal eben für mich, bitte? Ja. Jungs, ihr seid super in der Zeit. Ihr schafft es. Ja. Es kommt zur ersten Verwirrung. Es ist aber alles so geplant. Oh, dass ihr, wenn ihr das sehen könntet, das ist wirklich ganz toll. Der Kollege hat sich hier auf seinem iPhone eine Stoppuhr eingestellt, sozusagen. Der zeichnet quasi gegen die Uhr und dann laufen die Zehntelsekunden durch. So dramatisch kann das sein. Hammer. Naja. So, ich gucke mal eben einen Kollegen über die Schulter und sehe quasi, dass jetzt gleich auf jeder Seite 4 Bilder gezeichnet sind. Das heißt, jeder ist einmal durch. Ne, das ist das Prinzip. Dann fängt wieder der Erste an, jeder ist dann nochmal durch und dann haben wir tatsächlich eine Geschichte. Und ich betone nochmal, ich weiß nicht, was die sich ausdenken. Und die Schwierige ist natürlich auch immer, dass jeweils der Nächste, der nachfolgende Zeichner, muss immer darauf reagieren, was der Typ vorher gemacht hat. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die so zueinander stehen. Also wenn der eine dem anderen ein bisschen Kram ist, kann natürlich passieren, dass der in eine Situation reinzeichnet und der andere muss sich da wieder rauswirken. Also wir behalten das mal im Auge. Kann man es gut sehen? Ja, kann man super sehen. Sehr schön. Achso, was ich natürlich sehr empfehlen kann,
ich habe das auch mal gemacht, sich von den Herren die Homepages anzugucken. Ich denke mal, die sagen das vielleicht gleich nochmal an oder wir schreiben das dann nochmal drauf. Weil dadurch, dass die jetzt hier schwarz-weiß mit dem Stift und unter Druck zeichnen, sehen die Sachen sich quasi so stilistisch relativ ähnlich. Als ich auf die Homepage geguckt habe, war ich aber sehr überrascht. Das ist nämlich gar nicht so. Wenn Sie die Sachen mal betrachten, nachher so in Farbe und in den verschiedenen Techniken, die die sonst so machen, die Herren, werden Sie sehen, dass die teilweise ganz stilistisch doch sehr unterschiedlich sind. Das macht Spaß, sich das anzugucken. Das geht hier einfach notgedrungen ein bisschen verloren. Also hier sieht es ja doch sehr wie aus einem Guss aus. Ja, die sagen wir nachher nochmal, irgendwie schreiben wir nachher nochmal auf, ne, eure Homepages. Kann ja mal spekulieren, wie es weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, wer weiß, als Comiczeichner würde ich jetzt vielleicht fast den Typen selber auch anhauen. Nicht? Mal gucken. Was man jetzt sozusagen nicht sieht, es ist ja nicht nur Zeichnen, es ist ja auch Texten, es ist ja auch sich eine Geschichte ausdenken. Und man denkt immer, ja gut, da zeichnen sich vier jetzt irgendwie lustig ein. Aber Tatsache ist, die Hälfte der Arbeit ist natürlich jetzt auch zu denken, was passiert denn jetzt meinem Helden und wie geht's weiter? Also das wird manchmal unterschätzt beim Zeichnen. Also meine Privatmeinung ist auch ein bisschen zu dem Thema, es gibt einige, die gut Comic zeichnen können, an den Geschichten hapert es auch, weil viele Leute aus Laune am Zeichnen anfangen und dann nicht so bedenken, dass sie eigentlich genauso gut in der Lage sein müssen, tolle Charaktere zu entwickeln. Wie gesagt, ich glaube, unsere vier Herren können das natürlich. Nickt mal alle ein bisschen selbstbewusst, genau. Denn ja, ich hab sie richtig in der Hand. Sehe, was der eine Kollege hier benutzt, finde ich auch eine sehr charmante neue Entwicklung, nämlich quasi einen Filzstift mit einer Pinselspitze. Das heißt, man hat quasi einen, ja, nochmal vorzeigen, jetzt auch nicht von einer bestimmten Marke, völlig egal. Aber das gibt es noch nicht so lange, meiner Meinung nach. Also als ich ein kleines Kind ungefähr vor, naja, schon ein bisschen her, da gab es sowas noch nicht. Und als die rausgekommen sind, erinnere ich auch noch, das war eine Sensation, toll. Hatte man wirklich so einen Stift, mit dem man wie ein Pinsel ganz schön geschwungen malen konnte, aber man hatte nicht den ganzen Ärger damit. Ganz toll. Und man sieht, das hat sich, wird immer noch gerne benutzt von den Kollegen. So, ich guck mal. Super. Wollen wir mal Vierer so ganz ins Bild kriegen schon mal? Machen wir immer so, dass wir schon mal so vier. Genau. Ich weiß, das geht alles von eurer Zeit ab, aber ich lasse mir einmal so eine halbe Minute wirken, oder? So. Sehr schön. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht. Du, ich mach mal ganz kurz. Ich schiebe dich einmal ganz kurz ein Stück runter, dann können die Leute einmal die vier Bilder sehen und dann, ich lasse es mal eine Minute, nur dass wir mal einmal so mitlesen können. Und dann schieben wir es wieder hoch und dann können sie wieder gucken, dass der wirklich live zeigt und nicht schummelt. Gucken. Zeit und Zeit ist gar nicht vor, ne? Okay, ja auch nicht. Ja. Toll. Also zwei zeichnen vor, zwei zeichnen nicht vor. Kann man ja nachher mal gucken, ob die vorgezeichneten besser aussehen. Ich finde, es hält sich eher so die Waage, insofern fragt man sich vom Zeichnen überhaupt vor. Ihr seid mir die nervösen Typen, ne? Ihr zeichnet vor, weil ihr Angst habt, dass das sonst nichts wird. Ja, naja, klar. Okay. Genau. Ein Bild, sehr gut. Es gilt ja früher immer so die Regel, dass eigentlich so die Comiczeichner immer so die Typen sind, die so in der Schule im Sport irgendwie schlecht waren und immer so ein bisschen als Letzter gewählt wurden in die Mannschaft. Ich frage mal, ob das so war. Okay, einer nickt. Du siehst ganz sportlich aus hier, Till. Warst du auch der Letzte in der Mannschaft? Anfangs schon, okay.
mit Mädchen gegen Hasenisch gemischt. Na gut, lass mal jetzt hier nicht diskutieren, okay. Ich war auch mal der Letzte, der im Sport gewählt wurde. Ich war aber eigentlich ganz sportlich. Ich weiß nicht, ob das einer interessiert hier, aber ich war so ein Querulant. War auch nicht gut. So, mal gucken. Okay. Habt ihr eigentlich auch eigene Werke zum Signieren dann nachher dabei? Sag mal. Aha, sehr gut, okay. Ah, genau, schönes Stichwort. Die vier Herren haben nämlich auch sozusagen, die sehen sie nicht zum ersten Mal, wir haben einen Jugendclub, einen Jugendclub, hätte man sozusagen früher gesagt, wo sie Comics zeichnen. Herrensahne heißt der. Aber ich habe extra nicht gefragt, was das wohl sein soll, Herrensahne. Kann man sich tolle Sachen vorstellen, je nach, so, ich weiß nicht, Erziehung. Jetzt frage ich aber mal, kann man das erklären, was Herrensahne ist? Oder ist das was Versautes? Gut. Ich weiß, ist das so die Herrentorte und da muss Herrensahne drauf? Genau. Ach so, Herrensahne ist ein Backrezept. Aha. Kennt das jemand im Publikum? Herrensahne? Naja, ich kann nicht. Okay. Eine Torte. Esst ihr die dann auch immer einmal im Jahr zur Gründungsfeier? Sehr gut. Ich habe mir nämlich vorgenommen, wenn die nicht mit mir reden, dann müssen die sich freche Fragen anhören. Aber dass sie nicht mit mir reden, ist ja klar, weil die sind ja doch sehr beschäftigt. Findest du doch ganz gut. Das eine oder andere hätte ich vielleicht ein bisschen eleganter gelöst, aber okay. Mal gucken. Kann man das erkennen, da kämpfen im Kopf des Meisters kämpfen zwei Ritter miteinander. Der eine sagt Deadline, also der hat einen Abgabetermin und der andere Ritter sagt Scheiß drauf, weil der will es möglichst gut machen. Es ist also sehr aus dem Leben eines Zeichners. Zu mir hat mal einer gesagt, das finde ich jetzt wirklich sehr wahr, es kommt nicht darauf an, was man machen kann, wenn man alle Zeit der Welt hat. Die Frage ist, wie gut ist man unter Zeitdruck? Das wird oft auch übersehen. Halt. Manchmal hat man sehr viel Zeit, aber gerade wenn man sich auch im illustrativen Bereich so bewegt, es ist doch eher so, dass die Leute sagen, wir wollen es nicht gut, wir wollen es bis Dienstag. So ungefähr. Da muss man irgendwie ran. Aber die Herren haben damit kein Problem. Ne? Ich fühle mal deinen Puls. Ja, und dem müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der ist noch locker. Okay. Hat ein bisschen was, finde ich, von der Klassenarbeit, wenn die so abgeben muss, dann schnell noch was schreiben, schnell noch, nee, jetzt bitte abgeben, nee, noch eben schnell hier. Okay. Ich würde den Tobi bitten, einmal ein ganz kleines Stück höher zurück mit dem. Ja, dann können die Leute noch mal so teilhaben an deiner genialen Zeichenkunst. Kann man ja ruhig mal so sagen. Okay. Genau. So, genau. Es ist immer so, wenn so eine klassische Pause kommt, dem Moderator nichts mehr einfällt, dann soll ich mit der Handkamera rumfaxen. Das mache ich jetzt mal. Mal gucken, ob das klappt. Männer sind ja nicht so gut im Multitasking. Ich habe schon große Schwierigkeiten, wo ist das verkehrt rum? Aha, okay. Aha, so einfach ist das. Muss die Kamera umgehen, gut. So. Tobi hat gesagt, ich soll nicht seine Nasenhaare filmen. Mache ich das natürlich auch nicht. Okay. Er hat gar keine. Der Schelm. Du hast mich reingelegt. Soll ich dich hier bloßstellen? Du hast gar keine Nasenhaare. Ich gucke bei den anderen auch mal kurz. Das sieht auch ganz gut aus. Hat auch gar keinen.
angeben. Die geben alle an. Weil richtige Männer sein, haben keine Nasen haben. Naja. Auch eher ein bisschen dünn besät. Da sehe ich eines, glaube ich. Das ist witzig. War glaube ich ein Bildfehler. War kein. Okay, also Comiczeichner haben keine Nasenhaare. Sehr schön. Gucken. Oh, ich gucke jetzt gerade mal selber. Guck mal, den Stift habe ich auch. Also wenn jetzt Comiczeichner werden will, hier mal gucken. Mit so einem Stift kann man Comiczeichner werden. Ja. Offiziell sozusagen offizieller Ausrüster von Tobi Dahmen. Faber Castell. So. Gibt aber auch andere tolle Marken. Okay. Man merkt, dieser Gag mit der Handkamera nutzt sich auch schon wieder ganz schnell wieder ab, deswegen gehe ich mal zurück zur normalen Kamera. Technik. Herrlich. Ja, wenn es bei mir mit der Zeichnerei nicht läuft, mache ich glaube ich Butterfahrten, so ein bisschen Verkauf, Heizdecken und sowas. Schon mal mein erster Test. Da ist dann ja meistens nicht Comics, sondern meistens so riesen Milben zu sehen. Hat jemand schon mal so eine Heizdeckenfahrt gemacht? Okay. Schweife ein bisschen ab, ist ganz toll. Sollte man mal machen. Das hat auch einen großen Comic-Effekt sozusagen. Jetzt gucken wir mal, wo. Aha. Okay. Das ist die Bankgeschichte. Die habe ich komischerweise so ganz gut auf dem Zettel. Es gibt hier eine Geschichte, die habe ich noch gar nicht gesehen, lustigerweise. Ich weiß nicht warum, die lag wohl noch nie im Kamerabereich. Zwei lagen noch nie, höre ich hier aus dem Publikum. Also wir sind auf Mithilfe angewiesen, das ist gut. Da überlege ich mal, ob man das irgendwie ändern könnte. Ja, das könnte man sich ändern. Wäre das ein Problem, wenn ihr gleich die Seite da reinlegt oder kommt ihr dann irgendwie durcheinander? Weil die hat, glaube ich, noch niemand gesehen. Also wie gesagt, wunder guter Hinweis. Und ich glaube, hier ist die. Das ist, glaube ich, die zweite, die hat auch noch niemand gesehen. Naja, so halten wir die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Ja, ich dachte nur, klar, also irgendwie würde nur, ich dachte, es wäre ganz schön, wenn alle so ein bisschen in gleicher Menge zu sehen sind halt. Weil diese Bankgeschichte, die ödet ja schon voll an, die kann glaube ich schon keiner mehr sehen hier. Doch? Ah, okay, immerhin, gut. Also ihr langweilt euch noch nicht, ne? Gut. Oder sie langweilt sich noch nicht, wäre hier nicht so in dieses kumpelhafte Du verfallen. Ist ja ein bisschen uncharmant. Ich habe da auch mal eine Lektion gelernt, ich war mal, wenn ich diese Veranstaltung in Hamburg wäre, wo ich ja herkomme, da ist das Publikum ja immer gerne mal ein bisschen steif und auch nicht so willig so mit zu partizipieren. Wenn ich da irgendeine Frage stellen würde, glaube ich, wäre es so, was sammelt der Typ da vorne? Interessiert da keinen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass Sie so ein interessiertes Publikum sind und auch dieser Sache so folgen. Da sehe ich jetzt einen ganz jungen Herrn, den frage ich aber doch mal. Willst du Comiczeichner werden? Oder lieber Banker? Also Banker ist besser, muss man gucken, die Mutter, glaube ich, würde sich mehr freuen, wenn du in der Bank arbeiten würdest. Aber wenn du die richtig mal ein bisschen ärgern willst, wirst du Comiczeichner. Masche, ne? So, mal gucken. Genau. Ihr habt ja euren Namen draufgeschrieben, also ist glaube ich nicht so schlimm jetzt. Genau. Die war noch nicht drin, genau. Die macht doch mal, genau. Und zwar auch genau diese Taktik lassen, die mal die Leute eine Minute lesen und dann schiebt so ein bisschen höher, okay? Genau, ich mach sie mal eben ganz bisschen runter. So, die war, glaube ich, noch nicht im Bild, ne? Genau, dann mache ich es noch ein bisschen. Tut mir leid, ich muss den dann noch einmal bremsen. Ja, so geht's noch. Sehr schön. Okay. Habe ich selber auch noch nicht. Ich gucke jetzt auch mal, was da so passiert. Okay. Noch ein sehr schönes Bild drauf, das Bild Nummer 5, Dramatik. Ja, sehr schön, gut. Dem Thema kann man sich auch verbunden fühlen, wenn man nichts mit Comics zu tun hat. Gut. Genau. Jetzt schiebe ich die so noch ein kleines Stück höher. Wunderbar. Und ihr seid alle noch einigermaßen munter, ne?
können noch, oder? Hand tut noch nicht weh. Man muss ja bedenken, immerhin haben jetzt die vier Herren von Herrensahne dann jeder innerhalb von 40, 45 Minuten eine komplette Comicseite gezeichnet. Ja, das auf einen Stundenlohn umrechnen, ist nicht schlecht. Also, weiß nicht, was so ein Seitenpreis ist. 300 Euro für 1 Euro oder so? Also, wenn die immer so schnell arbeiten, kann sich das lohnen. Also, ich weiß noch, ich habe schon gesehen, zwei Designerbrillen sind hier auch am Start. Also ich nenne jetzt auch keine Marken, aber so schlecht scheint es zumindest diesen vier Herren nicht zu gehen. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass Comiczeichnen in Deutschland eigentlich immer ein bisschen brotlose Kunst ist. Ja. Obwohl man weiß natürlich auch nicht, die sehen ja auch alle relativ ordentlich aus. Vielleicht arbeiten die noch nebenbei in einer seriösen Firma. So. Würden sie natürlich nie zugeben. Zum Beispiel eher beim Schiffsausrüster vielleicht mit so einem Matrosen-Look. Den stelle ich mir eher so einen Künstlerbedarfsladen vor. Also, nee, hier den Kollegen. Ja, du bist ja der Schiffsausrüster. Ah, hier weiß ich es nicht so genau. Ist eher was mit Versicherung. Ja, er hat ja so vom Look eher so meinen Look. Also ich würde mal sagen, so Rausschmeißer im Grufti-Club oder so vielleicht. Okay. Ja. Gut. Ich überlege mal krampfhaft, ob ich noch was Sinnvolles hier sagen könnte, aber eigentlich ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich lasse das hier jetzt mal so ein bisschen passieren. Ne? Ah, Gott, wird loft. Oh, jetzt kriege ich doch, ich nehme doch mal die Handkamera. Darf ich in dein Skizzenbuch reinfilmen oder sind da Sachen drin? Aha, okay, sehr schön. Darf ich nochmal? So, genau, okay, mal gucken. Also goldene Regel für Zeichner, immer ein Skizzenbuch führen. Ich habe das leider nie gemacht, deswegen ist aus mir auch nichts geworden. Aber eigentlich ist es toll, weil man kann natürlich immer kleine Ideen so mal ein bisschen zu Papier bringen oder sich dadurch auch mal an Sachen trauen, die man vielleicht nicht gleich der Öffentlichkeit vorstellen will. Ich gucke das jetzt einfach mal ein bisschen durch mit dem werten Publikum, mal sehen, was der so gemacht hat. So, ja, kann man sehen, es zahlt sich aus, wenn man als Comiczeichner ein Skizzenbuch führt, kann man halt, wie gesagt, viele Sachen ausprobieren, auch dem Moderator über so peinliche Pausen helfen, also gute Sache, gut gemacht. So, jetzt gucken wir mal, das ist, glaube ich, die letzte Seite, genau, herrlich, die hat noch keiner gesehen. Yes! Fertig gezeichnet. Okay, ich glaube, genau, ich denke mal, das wurde soweit gelesen. Ah, das ist ja auch ganz charmant, sehr schön.
Das Lustige ist, was ich mal gemerkt habe, also ich gehe mal davon aus, Sie können das alle so ungefähr in meinem Tempo lesen. Tatsächlich muss man auch Comic zeichnen, Comic lesen lernen. Wenn ich meiner Mutter, die ist jetzt so Mitte 60, einen Comic gezeigt habe, die hat das überhaupt nicht, die konnte dieses komische Prinzip, dass da irgendwie Sprechblasen auf einen zeigen und dass so Linien passieren, da, weil wenn sich einer bewegt, die hat das nicht, die konnte das nicht so richtig begreifen, was das soll. Jetzt, ist auch nicht, weil meine Mutter jetzt doof ist. Nein, Mutti, du bist nicht doof. Sondern weil es tatsächlich so ist, man muss Comic zeichnen, lernt man tatsächlich, Comic lesen, lernt man tatsächlich, glaube ich, so wie normales Lesen. Also man muss sich ein bisschen reinfinden in diese spezielle Technik. Zum Beispiel ein tolles, beliebtes Stilmittel hier, die Sonne, und auf dem nächsten Bild, man sieht der Mond, also da ist zwischen zwei Bildern plötzlich, sind irgendwie 12 Stunden vergangen. Das muss man begreifen. Man könnte jetzt auch sagen, oh, warum ist auf dem nächsten Bild alles dunkel? Wer Comics lesen kann, sozusagen, weiß natürlich, was da passiert. Das finde ich persönlich immer sehr schön am Comic, wie man mit der Zeit spielt. Zwischen dem einen und dem anderen Bild sind 3 Sekunden und das nächste Bild 12 Stunden. Finde ich ganz eine der schönen Charakteristiken des Comics. Ich wollte jetzt aber natürlich auch nicht zu fachidiotisch werden. Also das Interessante soll ja hier sein, dass 4 Leute live zeichnen und danach live signieren. Will ich nicht vergessen zu erwähnen. Die Herren, die Namen stehen hier vorne, die Herren von Herrensahne. Ein Name, den man sich merken muss. Der ist auch so idiotisch, den kann man sich irgendwie auch super merken, finde ich. Ja, wie gesagt, und die haben eigene Werke mitgebracht. Ich denke mal, in das Skizzenbuch darf man sicher auch reingucken, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Ja, und ich finde es ganz toll, dass sie das machen, weil obwohl sie eigentlich alle noch so einigermaßen ruhig aussehen, merkt man schon mal, wenn man so nah dran steht, also da knistert es doch schon so ein bisschen in der Luft, also die sind schon etwas im Stress, muss man sagen. Der eine hält zum Beispiel jetzt die Seite schon verkehrt rum, also das ist mal ein ganzes Zeichen, dass gleich was Irres passiert. Jetzt hat er doch wieder zu sich gefunden, jetzt hat er die Seite wieder richtig rumgehalten. Haben wir ein bisschen Sorgen gemacht. Okay. Ich denke mal, wenn die Geschichten fertig sind, sollte man sie vielleicht alle noch mal kurz einmal so in den Monitor halten, nur dass man es mal gesamt gesehen hat. Es ist ja mal etwas unbefriedigend, wenn man die ersten 7 Bilder verfolgt hat und das 8. mit der Pointe einem dann vorenthalten wird. Also wir machen es gleich nochmal. So. Will einer dieses weiße Herz haben, oder? Das wird mir keiner haben. Ich wäre hier gerade bei einem, der nicht vorzeichnet. Ist natürlich ein besonderer Husarenritt dann. Aber das ist dieser Mann, der nämlich der Hochzeitszeichner ist. Also ich habe das, hat er mir gerade vor 3, 4 Stunden erzählt. Ich stelle mir das halt so vor, kriegt irgendwie Kohle in die Hand gedrückt und jeder Gast, der Bock hat, gezeichnet zu werden, wird dann von dir gezeichnet, vermute ich mal. Ne? Oder wie das? Eigentlich nicht. Okay, totaler Quatsch. Die haben Fotografen. Aha. Ach so. Aha, ist ganz anders. Aha, das heißt, du zeichnest gar nicht einzelne Leute, sondern du zeichnest quasi, aber auch so das macht. Okay, ich dachte mal, es geht mehr so ein bisschen so Hochzeitskarikaturist. Darf man die Braut nicht zu hässlich machen, so die Nummer. Nein, er zeichnet einfach alles, was auf der Hochzeit so interessant ist und unter Umständen natürlich dann auch Leute. Aber es ist nicht so, dass man in der Schlange steht und dann so von dir gezeichnet wird. Ach so, okay. Finde ich jedenfalls ein lustiger Hinweis. Also offensichtlich geht es nicht nur, dass man Comics macht und für Zeitschriften illustriert oder Kinderbücher, um mal so die Klassiker zu nennen. So, man kann also auch sich auch als Hochzeitszeichner Geld verdienen. Wunderbar. Schöne Anregung für alle Zeichner. Also die erste Seite ist sie fertig jetzt, ne? Ja! Die erste Seite ist fertig, also ich würde sagen. So. In diesem
Fall von Herrn Lomp quasi genial zu Ende gebracht. Die zweite, dass alle anderen sind auch so in den letzten Pinselzügen, sag ich mal. Wollen willst du die einmal nochmal, ich glaube, wahrscheinlich hat man sie ja doch jetzt gesehen, aber wir halten sie nochmal rein, dass sie mal einmal kurz gesamt zu sehen ist. Wie gesagt. Ja. Genau, sehr schön. Ja, nicht zu. Ja, perfekt. Okay. Gut. Okay, ist jetzt, oh, haha, die zweite Seite ist fertig. Ich kann mich freuen, mich sehr, dass das doch alles geklappt hat. So. Applaus wird schon etwas dünner. Muss auch nicht bei jeder Seite. Also ich finde, am Ende nochmal, finde ich, wäre ein schöner Applaus. Aber jetzt erstmal wollen wir mal gucken, was die Kollegen da überhaupt gemacht haben. Muss ich mal wieder so kurz rein. Die dritte Seite ist fertig und die vierte auch. Oh, okay. Also, starkes Stück, muss ich sagen. Das ist lustigerweise so ein siebtes Bild, das so Sprüche habe ich auch schon recht oft gebracht. Ja, falsche Repräsentanten und so einen blöden Vertrag unterschrieben, das ist sehr lebensnah. Das ist wirklich so. Okay. Das wäre natürlich ein schöner Abbinder eben gewesen, weil auf dem letzten Bild hat sich in diesem Fall der Zeichner an die IO gewandt, aber es ist halt live. Okay, das nächste. Ich kenne ja relativ gut die Geschichte. Kann ich jetzt schon fast auswendig. Ja, ich denke mal, dass... Ach nee, ist noch einer. Okay, perfekt. Ganz gut. Achso, die war schon drin. Genau. Ja, ich würde sagen, die vier Herren haben das jetzt zu Ende gemacht. Ich finde es schon sensationell. Also ich würde mich natürlich freuen. Ein Applaus für die Herrensahne. Also ja, ich kann sie nicht genug loben. Ich hätte es nicht gemacht. Ich finde es anstrengend und ich finde, sie haben auch wirklich tolle Sachen abgeliefert. Sie werden also, wie gesagt, jetzt sage ich zum letzten Mal, signieren. Alles, was in, unter die Körperteile auch, alles. Okay, die sind Kummer gewohnt, die machen alles. Ja, ich denke mal, es ist auch niemand da, der hier noch was zum EU sagen wird. Deswegen sage ich mal einfach, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Auch, ja, wirklich auch durchgehalten haben. Ich finde, es ist ja eine gewisse Konzentration auch nötig, wenn man immer irgendwie in Guck- und Lachbereitschaft sein muss. Also vielen Dank, liebes Publikum. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich bei der IO auch nochmal alles an. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Dankeschön. Tschüss. Ja, bin auch, achso, ich bin übrigens Nils Fliegner. Ich bin auch bei der IO. Aber mehr Interessantes gibt es im Moment auch nicht zusammen. Also viel Spaß noch auf der Buchmesse.